Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jeweils gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Na dann mal ab die wilde Fahrt. Die unmittelbare Nähe der Zuschauer zum Spielfeld hier im Saitama Stadium kann dir als Gästeteam schon richtig Angst einflößen. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Sané. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Da ist die Flanke. Versucht ihn da zu klären. Spielverlagerung auf die linke Seite. Gut. Riesenmöglichkeit. Das ist ein Torwart. Das ist ein Torwart. Lewandowski hat da eigentlich alles richtig gemacht, aber das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Wie großartig ist dieser Treffer? Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt. Durch ihn. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Süle ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Was für ein Auftakt. Findet er ihn? Leroy Sané. Einfach mal nach vorne gedroschen. Goretzka. Es gibt Freistoß für Manchester United. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Was für... Das ist die Möglichkeit. Manchester United schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel. Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also damit wollen sie die Offensive des Gegners erst gar nicht aufkommen lassen. Ganz genau das. Und dafür greifen sie so früh wie möglich an, damit der Gegner gar nicht erst in einen gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Goretzka. Sané. Guter Ball in die Gasse. Physisch enorm präsent. Greenwood. Edinson Cavani mit der Möglichkeit. Rashford. Klasse Parade. Rashford. Hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Wie der sich hochschraubt. Kein Glück in der Situation. Greenwood. Und der Pass, das wird eine Torchance. Oh, das kann ins Auge gehen. Lewandowski. Bekommt er den? Leroy Sané haben wir hier. Da verheddert er sich. Lindelöf hat hier sehr gut dagegen gehalten. Fußball ist ja bekanntlich auch ein Kontaktsport. Cavani. Starker Ball. Er versucht's. Er sitzt. Jetzt haben sie den Ausgleich geschafft, auf den sie so gedrängt haben. Einen Moment später und er wäre im Abseits gewesen. So ist alles regulär.
alle wieder bitte in die Startblöcke. Das ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Und die Hereingabe. Jetzt der Schuss. Exzellente Parade. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Sané. Greenwood haben wir hier. Rashford. Das war enorm wichtig, dass er da gerade... Cavani. Tor für Manchester United. Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Das ist die Führung. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Shaw. Ball kommt von ein Kopfball. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Das ist seine Stärke, das Dribbeln und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Sané. Sané tritt das Gaspedal links außen aber mal richtig durch. Flanke Leroy Sané. Torhüter kommt raus und holt ihn. Der Unparteiische bitte zur Pause. Damit geht's in die Pause. Was sagst du? Eine spektakuläre erste Halbzeit, ein Wechselbad der Gefühle. Und ich bin ganz ehrlich, ich wage hier, so wie sich das entwickelt hat, keine Prognose für die zweite Halbzeit. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Bayern München. Muss natürlich sich vor Augen halten, wir haben noch Zeit, 45 Minuten. Wir müssen einerseits geduldig und diszipliniert, andererseits aber auch... Greenwood! Millimeterfehl. Sowas nennt man Schussgewalt. Wer das Ding kommt beim nächsten Mal aufs Tor. Leroy Sané. Soeben haben sie die Situation noch bereinigt. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es der Versuch. Der Schlitter an meinem Überschlag. Der FC Bayern München gleicht aus. Der ist so gedankenschnell, der hat so ein Näschen. Klasse. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor. Nichtsdestotrotz, das muss... Die Chance! Überragende Aktion! Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Sie stehen jetzt ziemlich unter Druck. Ab in den... Mit der Stirn! Bitte einmal eine Fahrkarte nicht. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor. Am allerfreiesten vor dem Tor, der macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Goretzka. Die Koordinaten dieser Partie werden neu gestellt. Ab jetzt ist alles wieder völlig offen. Also Flankengott ist tendenziell eher ein anderer.
Hier ist Cavani. Da ist die Chance. Tor für Manchester United. Und sie liegen wieder vorn. Wenn du so alleine gelassen wirst, ist es echt schwer, diese Chance nicht zu nutzen. Das ist ja so etwas wie der Kollektiv-Blackout in der Hintermannschaft. Der Gegenspieler steht völlig frei und kann den Ball in aller Ruhe genüsslich versenken. Unfassbar. Genau darauf haben wir gewartet. Das ist Fußball von Serge Gnabry. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Schönes Ding. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen... Und ein Schuss. So viel Platz in der Mitte. Sie können zumindest mal zum Abschluss und die Abwehr wird sagen, okay, solange ihr es aus dieser Distanz versucht, dürft ihr auch. Und einfach das Bein reingestellt. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Und ab und drückt und drin. Und jetzt entwickelt sich hier ein richtiger Kracher. Perfekt platziert. Ich lege mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Und damit ist alles völlige Makulatur, was wir bisher gesehen haben. Alles geht und steht und fällt. Es gibt Freistoß für Manchester United. Shaw. McTominay. Sehr gut verteidigt, der war wichtig. Und der Pass, er schießt. Schießt ihn aufs Tor. Am Tor vorbei. Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Hat gut aufgepasst. Manchester United erhöht jetzt den Druck, um die Partie in dieser späten Phase noch für sich zu entscheiden. Den hat er ganz genau geschnuppert. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit. Und er zieht ab. Und jetzt aber. Greenwood. Es gibt Freistoß für Manchester United. Wird er es direkt versuchen? Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Er versucht's direkt. Da ist die Möglichkeit. Viel zu weit am Tor vorbei. Rashford. Da ist die Chance. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten.
wirklich bitter. Ab und zu passiert es eben. Oh Mann, ist das bitter. Und ich bin mir ganz sicher, alle Fans, denen er bisher so oft so viel Freude gemacht hat, sie leiden jetzt mit ihrem Helden. Da war der Zufall im Spiel, aber das macht's auch wieder spannend. Also das hat jetzt hier wirklich keiner erwartet. Naja, man muss mit einem solchen Geschenk natürlich klarkommen. Der geht rein ins eigene Tor. Für dieses Tor würden sie sich vermutlich am liebsten ohrfeigen. Eine Verkettung unglücklicher Umstände schafft glückliche Momente. Das sind zwei Mannschaften, die auf allerhöchstem Niveau verteidigen. Ein solcher Fehler, ein solches Ding könnte die Partie entscheiden. Schlauer Pass. Die letzten paar Minuten, ob sie sich noch eine Chance erarbeiten. Da hat er den Überblick behalten. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Wir haben reichlich Tore gesehen, aber am Ende konnte kein Team den entscheidenden Treffer für sich verbuchen. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte. Abgesehen vom Ergebnis ein durchaus unterhaltsames Spiel, viele Torgelegenheiten und viele feine Fußballer.